Herzlich willkommen zu den Neuigkeiten für Gera und Umgebung. Ich bin Sophie und das sind unsere Top-Themen. Zweite Ausbildungsbörse in Gera und das erwartet Sie zum 23. Hüllerfest. Viele Jugendliche wissen nach der Schulausbildung meist nicht, was sie machen sollen. Ausbildung oder Studium oder doch weiter die Schulbank drücken, um eventuell einen höheren Schulabschluss zu erlangen. Die zweite Ausbildungsbörse in Gera soll Unschlüssigen die Entscheidung erleichtern. Ca. 80 Unternehmen informieren über Ausbildungsberufe am 21. September. Auf dem Gelände der Geraer Verkehrsbetriebe können Jugendliche auf der Börse Ideen und sicherlich auch Anregungen für den neuen Lebensabschnitt finden. Zusammen mit der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen und der Handwerkskammer organisierte die Agentur für Arbeit Altenburg-Gera die Börse, um Ausbildungssuchende und Betriebe zusammenzubringen. Denn obwohl der Fachkräftemangel in einigen Branchen zunimmt, ist es schwierig, offene Ausbildungsplätze noch zu besetzen. Also wer noch keinen Lehrvertrag in der Tasche hat, bekommt hier die Gelegenheit, sich über noch leerstehende Plätze zu informieren und die Regie selbst zu übernehmen. Zum 23. Mal feiern die Gerschen und ihre Gäste das Hüllerfest vom 3. bis 6. Oktober. Neben musikalischen Highlights gibt es auch wieder viele traditionelle Ereignisse. Jedes Jahr feiern die Gerschen und ihre Gäste zusammen mit dem Verein Erhalt der Geraer Höhler e.V. das Hüllerfest. Wie auch schon im letzten Jahr gibt es wieder den Mittelaltermarkt mit Gaukelei, Fresserei und ausreichend Trinkerei. Musikalisch wird es an allen Festtagen auf dem Museumsplatz. Highlight ist die Band Karussell sowie die Randfichten. Zum gemütlichen Schlendern durch die Händlermeile ist sicherlich genügend Zeit. Denn 4 Tage vom 3. bis 6. Oktober verwandelt sich Geras Innenstadt in eine bunte Festmeile, in der bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei ist. Jetzt kurz und kompakt die wichtigsten News für Sie. Aufruf zum Fotowettbewerb im Rahmen der Interkulturellen Woche 2013. Der Ökumenische Vorbereitungsausschuss zur Interkulturellen Woche fordert alle Veranstalter und Projektinitiatoren auf, ihre kreativen Ideen und ihr Engagement bildlich festzuhalten. Auch Stimmungen und Aktivitäten vor Ort können mit der Kamera eingefangen werden, um diese der Öffentlichkeit zu zeigen. Gern kann auch ein zusätzlicher Bericht eingesandt werden. Eine Auswahl der Fotos wird auf der Homepage in einer Galerie präsentiert und eine Jury ermittelt schließlich 3 Gewinnerfotos. Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2013. Elternspenden für Spielanlage. 400 Euro spendete die Diakonische Kita Senfkorn für die hochwassergeschädigte Spielanlage im Hofwiesenpark. Der Elternrat hatte nach dem Hochwasser eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Eltern und Mitarbeiter backten Kuchen für einen Kuchenbazar und verkauften diesen dann in der Kita. Das Geld wurde schließlich der Stadt Gera überwiesen. Kommen wir nun zum Wochenrückblick. Was war los in Gera und Umgebung? Zu dem Benefizkonzert Wir gegen die Flut am 14. September kamen 1000 Besucher. Rund um die Bühne am Hofwiesenpark gab es einiges zu erleben. Höhepunkte waren der Auftritt von Hella Donna, Jesse Rich und Revolving Door. Die Höhe der Spendensumme ist noch nicht bekannt. Beim Fahrradtag eroberten Radler und Inlineskater die 5 Kilometer auf der Ostumfahrung. Abgasfrei und ohne elektronische Unterstützung fuhren Gera und ihre Gäste die sonst ausschließlich von Kraftfahrzeugen befahrene Strecke. Die neuesten Ereignisse aus der Welt des Sports hat nun Annalena für Sie. Herzlich willkommen zu den aktuellen Meldungen vom Sport. SV Ehrenheim gegen den BSG Wismut Gera. Vor 270 Zuschauern gelang der BSG Wismut Gera ein glorreicher Sieg gegen den Gastgeber SV Ehrenheim. Souverän startete die Wismut in die erste Hälfte. Dennoch verbuchte Ehrenheim die erste Torchance. In der 32. Minute gelang Rico Heuschke per Kopf der Führungstreffer. Kurz vor der Pause dann der zweite Treffer durch Franz. Bis zur 76. Minute konnte die Grüttner Elf ihr Tor sauber halten. Dann verkürzte Ehrenheim auf 1:2. Die BSG konnte sich ab dem Schluss über einen 1:4-Sieg freuen. Union Mühlhausen gegen den FFC Gera. Mit einem Unentschieden kehrten die Frauen des FFC Gera aus Mühlhausen zurück. Das Glück war von Anfang an nicht auf ihrer Seite, denn die eigentlich grün-schwarzen Trikots lagen noch in Gera, sodass die Frauen in Blau den Rasen betreten mussten.
Doch nun zum Spiel. Bereits nach 7 Minuten erzielte Elisa Trepschinski das Führungstor. Dann gab es noch einige Torchancen, die leider nicht umgesetzt wurden. Dafür zog Mühlhausen nach und konnte in der 1 Minute Nachspielzeit den Ausgleichstreffer erzielen. Zum Anhängerfest in Zwölzen wurde nicht nur kräftig gefeiert. Ehrengast an diesem Tag war der Junioren-Europameister im Kanuslalom. Dass Gera einen neuen Europameister hat, bekamen die Gerschen spätestens zum Angerfest in Zwölzen mit. Der Junioren-Europameister im Kanuslalom, David Franke, feierte an diesem Tag außerdem seinen 18. Geburtstag. Geehrt und beglückwünscht gab es dann noch eine kleine Schornsteinfegerfigur als Glücksbringer. Na dann kann der nächste Wettkampf ja kommen. Hier noch ein kleiner Ausblick: am 28. und 29. September findet die U13-Meisterschaft im Rollhockey statt. Austragungsort ist die Pandorfhalle. Dies waren die neuesten Themen aus der Welt des Sports und damit zurück an Sophie. Danke, Annalena. Auf zahlreiche Veranstaltungen in Gera und Umgebung können Sie sich auch in den nächsten Tagen freuen. Marie-Therese weiß, was Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Herzlich willkommen zu unseren Veranstaltungstipps. Laufen mit Herz geht in die nächste Runde. Am 25. September um 17 Uhr fällt der Startschuss für Laufen mit Herz. Der 11. Sponsoringlauf wird im Stadion der Freundschaft Gera ausgetragen. Die Intention der Veranstaltung ist es, dass ein im Voraus gesuchter Sponsor die sportliche Leistung seiner Mannschaft finanziell unterstützt. Gelaufen wird abwechselnd über 1 Stunde. Der Erlös kommt krebsbetroffenen Kindern und Jugendlichen im Raum Gera zugute. Seit dem ersten Lauf 2003 erliefen rund 10.000 Teilnehmer fast 250.000 €. Weitere Informationen finden Sie unter www.laufen-mit-herz.de. Rundfunkpreis Mitteldeutschland 2013. Die Bürgermedienpreisverleihung findet am 27. September 2013 im Zeiss Planetarium in Jena statt. Der Preis zeichnet Programmbeiträge privater, nicht kommerzieller Produzenten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowohl nach thematischen Hintergründen, technischer Umsetzung und gestalterischen Gesichtspunkten aus. Er wird in jeweils 3 Kategorien für Fernsehen und Hörfunk vergeben. Die Preisvergabe soll darüber hinaus das Engagement der Nutzer würdigen und sie ermutigen, ihre Beiträge in hoher Qualität zu produzieren. Ü30-Party – mehr als eine Party. Am 28. September findet im Kultur- und Kongresszentrum Gera wieder Subergs Ü30-Party statt. Eine Mischung aus Oldie-Hits und Chartbreakern erwartet Sie ab 20 Uhr. Auf Unterhaltung, Spaß und fruchtig frische Getränke können Sie sich freuen. Außerdem verlosen wir 2x2 Karten. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an service@tlm-okgera.de mit dem Betreff Ü30. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt. Neue Ausstellung in der M1 Kunstzone. Noch bis zum 31. Oktober findet die 28. Ausstellung in der Galerie M1 Kunstzone am Untermhäuser Mohrenplatz statt. Thorsten Schlüter stellt 36 Arbeiten, die einen Querschnitt seines Schaffens repräsentieren, aus. Als Zusatz werden im Background die Landschaftsmalereien von Marianne M. Richter gezeigt. Besucht werden kann die Ausstellung von Dienstag bis Sonntag jeweils von 13 bis 18 Uhr. Soweit von mir. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und gebe zurück an Sophie. Danke, Marie-Therese. Merit hat nun die Wetteraussichten für die kommenden Tage. Hallo und herzlich willkommen zu den Wetteraussichten. In den kommenden Tagen sollten Sie sich wetterfest anziehen, denn es wird unangenehm. Der Donnerstag wird bestimmt von wechselnder bis starker Bewölkung. Auch mit Schauern muss gerechnet werden. Mit Höchsttemperaturen zwischen 10 und 18 Grad bleibt es recht frisch. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis West. Das unbeständige Wetter zieht sich auch in die Nacht zum Freitag. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 5 Grad mit immer wieder auftretenden Schauern.
Gelegentliche Regenfälle erwarten uns auch am Freitag. Nur vereinzelt zeigt sich ab und zu mal die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 19 Grad. Der Wind wird meist schwach bis mäßig aus Nordwest bis West. Auch das Wochenende bringt uns nicht wirklich viel Sonne. Ebenso sind wieder Schauer zu erwarten. Der Wind kann gebietsweise sogar in Böen aus West bis Nordwest auftreten. Die Temperaturen klettern dabei aber wieder auf bis zu 20 Grad. In den Wochenendnächten bleibt es kühl, mit Temperaturen zwischen 10 und 5 Grad, mit gelegentlichen Schauern. Der Wochenanfang zeigt auch keine Veränderung. Schauer, Wolken und nur ab und zu blitzt die Sonne hervor. Die Höchstwerte bleiben bei 16 bis 18 Grad und es wird ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind. Mein Tipp für Sie, auf dem Gang zu Ihrem Wahllokal am Sonntag sollten Sie den Schirm nicht vergessen. Das war's von mir. Ich gebe zurück an Sophie. Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, Merit. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Aber bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.